Hi ho und herzlich willkommen beim Adventsteam, dem ultimativen Adventskalender von 2015. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Mit mir haben 23 weitere YouTube-Kanäle diesen tollen Kalender erstellt. Es gibt sogar was zu gewinnen. Hinter jedem Türchen ist ein Wort versteckt, also auch bei mir. Die ganzen Worte zusammengesetzt ergeben den Lösungssatz. Den Lösungssatz dann bitte an die E-Mail-Adresse, die ich unten in der Infobox hinterlegt habe, schicken. Und dann hat man eine wirklich reelle Chance, Sims 4 zu gewinnen. Bei mir gibt es heute lecker Grieß mit Aprikose obendrauf. Ein ganz leckeres Essen, schnell gemacht und doch mal was ganz Besonderes. Ich benötige dafür heute 120 Gramm Weichweizengrieß, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, den Abrieb von einer halben Bio-Zitrone, 3 Eier, davon brauche ich aber nur das Eiweiß, das werde ich nachher steif schlagen, 100 Milliliter Sahne, die werden auch steif geschlagen und 1 Liter Milch. Dann brauche ich für die Aprikosen natürlich eine Büchse Aprikosen, etwas Butter, das sind hier so etwa 30 Gramm, das heißt, das sind so 1,5 Löffel, also Esslöffel Butter. Dann eine Orange, da will ich nachher den Saft auspressen. Normalerweise macht man das mit Aprikosenlikör. Ich verzichte heute aber mal auf den Alkohol. Ich habe es einfach nur der Ordnung halber da mal mit zugestellt. Dann werde ich jetzt erstmal beginnen und mir die Aprikosen vorbereiten, weil die dann noch ein bisschen ziehen sollen. Die Büchse habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Die gebe ich jetzt hier an ein Sieb, beziehungsweise siebe ich die Flüssigkeit hier jetzt durch. Und da kommt dann auch der Orangensaft gleich mit dran. Ich lasse es einfach mal einen Moment stehen und wenn das dann gut abgetropft ist, gebe ich es aufs Feuer und koche das Ganze so ein bisschen ein. Und wenn der Saft dann gut abgetropft ist, stelle ich den Topf hier auf die Flamme und lasse das jetzt so 10 Minuten, Viertelstündchen einköcheln, bis es dann eine Art Sirup ergibt. Für den Grieß gebe ich jetzt den Liter Milch in einen Topf, dann den Zucker dazu, eine Prise Salz, den Grieß und den Zitronenabrieb und das Ganze dann einmal schön durchrühren und auf kleiner Flamme erhitzen. Und während das jetzt so langsam heiß wird, werde ich mir den Eischnee und die Schlagsahne vorbereiten. Die Eichen habe ich jetzt getrennt, ich habe jetzt hier nur das Eiweiß. Ich mache auch immer die Hagelschnur raus, ja, viele machen es nicht, ich mache das, ich finde das ein bisschen unangenehm, wenn man das nachher so im Mund hat oder hier am Quirl hängen bleibt. Ja, das jetzt schön aufschlagen. So, und wenn das dann schön aufgeschlagen ist, schön feinporig ist, dann stelle ich das jetzt erstmal kühl. Ja, das sollte also so fest sein, dass es nicht hier rausfällt. Und als nächstes werde ich dann die Schlagsahne aufschlagen. Ja, die sollte immer sehr kalt sein, dann lässt sich es einfach besser machen. Sonst hat man nachher das Pech, dass er zwischen flüssig und buttrig ganz schnell umschlägt. So, etwa 100 Milliliter. So, und die stark geschlagene Sahne stelle ich dann auch nochmal kühl. Ja, unbedingt zwischendurch mal wieder so durchrühren. Ja, sonst wird das nachher so ein Klumpen. Soll ja nachher schön gleichmäßig werden. So, der Grießbrei hat jetzt eine schöne Konsistenz. Flamme habe ich gerade eben schon ausgestellt. Jetzt mache ich einfach einen Deckel drauf und stelle das beiseite und beginne dann mit den Aprikosen. Die werden jetzt in Butter angebraten. Für die Aprikosen gebe ich mir dann die Butter in eine Pfanne, lasse die etwas weich werden und dann gebe ich die Aprikosen dazu. Das müssen jetzt nicht gleich alle sein, je nachdem wie viel man jetzt gleich verbrauchen will. Da muss ich sie auch in die Pfanne reinpacken. Ja. Das Ganze dann immer mal ein bisschen durchschwenken. Ja, vorsichtig, das schwitzt so ein bisschen. Und das heißt, dass ihr euch nicht verbrennt. Wenn das mit dem Schwenken nicht so klappt, kann man natürlich auch einen Löffel nehmen und die so ein bisschen umdrehen. Das ist auch kein Problem. Der Aprikosensaft und Orangensaft ist jetzt auch schon schön eingekocht. Ja, das gibt dann so eine ja, leicht bräunliche Flüssigkeit, relativ zäh. Bleibt auch nicht so sehr viel übrig, aber das muss so sein. Ja, und wenn die dann so ein bisschen Farbe angenommen haben, dann gebe ich die auch zu meinem vorbereiteten Sirup dazu. Und das Ganze dann nochmal schön durchmischen.
dass überall was von dem Sirup mit dran ist. Ja, das Ganze kann dann noch einen Moment ziehen und währenddessen bereite ich mir dann den Grieß schon mal endgültig vor. So, da gebe ich jetzt die Sahne dazu. Naja, das hätte ein bisschen mehr sein können, aber gut, das ist auch nicht so tragisch. Und der Eischnee. Oh, da ist noch ein bisschen flüssig unten drin. Das müssen wir ein bisschen wegmachen. Das soll nicht sein. Dann soll nur der Schnee damit zu. Und das Ganze jetzt mit dem Schneebesen vorsichtig unterheben. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Ich mache das heute in zwei Gläschen. Ich habe mir da einen kleinen Zuckerrand noch dran gemacht. Das ist einfach nur, ich habe diesmal Grenadinsirup genommen und Zucker. Und dann kommt als erstes natürlich der Grieß rein. Ja, der soll nicht mehr ganz heiß sein, aber er darf noch gut warm sein. So. Und dann kommt noch eine Aprikose damit zu. Die lege ich einfach hier in die Mitte rauf. Ach, je. Na gut, dann gibt es hier mal zwei. Eigentlich sollte es so aussehen. So, und noch ein klein bisschen von dem Sirup dazu. So, das war's dann auch schon. So werde ich das jetzt servieren. Das ist ein ganz leckeres kleines Dessert. Ein warmes Dessert. Ich kann es wirklich empfehlen. Ist relativ einfach gemacht. Kostet nicht viel und schmeckt gut. Ja, dann wünsche ich noch weiterhin viel Spaß beim Adventstube. Unbedingt auch morgen reingucken. Da kommt dann wieder etwas anderes. Kein Kochrezept. Ich bin ja da eher die Ausnahme, aber sowas gehört einfach auch in den Adventskalender mit rein. Ich wünsche noch viel Spaß in der Vorweihnachtszeit, ein ganz tolles Weihnachtsfest. Lasst euch alle gut beschenken. Denkt auch dran, dass es Menschen gibt, die nicht so viel haben, und gebt auch denen ein wenig was ab. Bleibt gesund, habt Spaß und genießt das Leben. Tschüss!